Heute schauen wir uns an, welche Ausrüstung es gibt, um Zecken zu checken, also zu zählen. Und wenn dich das interessiert, bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Zecken rausziehen, wie man das richtig macht und welche Ausrüstungsgegenstände dir zur Verfügung stehen, das schauen wir uns an in einer Rangliste sozusagen von Platz 5 bis zum Platz 1. Und eines, das ist kein richtiger Platz, aber ich will es ganz einfach sagen, wenn dir natürlich alle Stricke reißen und du dein Messer mit hast und das scharf ist, dann kannst du natürlich die Zecke auch runterschneiden. Dann bleibt zwar ein Teil vom Kopf in dem Gewebe und viele sagen, dann musst du sterben und dann eitert das und dann kriegst du so eine Beule und dann muss man den Arm gleich mit dem Messer amputieren. Dann muss ich sagen, dass das nicht richtig ist, dass das vielleicht nicht ideal ist, wenn der Kopf der Zecke in der Haut drin bleibt, das mag schon sein und dass das vielleicht nicht lustig ist und das mag alles sein, aber trotzdem, wenn ich die Wahl habe zwischen ich schere sie ab, also ich schneide sie ab oder ich lasse sie drin, ja, dann mache ich immer das hier, aber jetzt legen wir mal los und schauen uns den Platz 5 an Ausrüstung zum Zeckenchecken. Das hier, das ist Platz 5 und das ist für mich das unnötigste Teil von allen. Außer ich wäre ein Hund. Und zwar so ein Hund mit einem Fell und so. Dann ja, aber für einen Mensch, Hund sozusagen, ist das keine gute Sache. Meiner Meinung nach zumindest. Worum geht es dabei? Da vorne ist so eine Zange und da ist eine kleine Öffnung. Und da soll die Zecke durch. Dann kann man hinten drauf drücken, dann macht das auf, sozusagen. So. Dann hat man die Zecke und dann kann man sie rausziehen oder rausdrehen nach links oder nach rechts. Kommt drauf an, welche Mondphase gerade ist oder ob man eine Schildzecke hat, ja, oder eine Lederzecke, weil die sollen angeblich bei ihren Stechbohrinstrumenten eine nach links gedreht sein und die andere nach rechts. Und wenn dann vielleicht auch noch die Mondphase nicht passt, ja, wirklich, jetzt ernsthaft, oder ich auf der nördlichen Halbkugel abdrifte auf die südliche Halbkugel, dann muss ich vielleicht nach links drehen, ja? Und vielleicht fühlt sich jetzt der eine oder die andere beleidigt. Das war nicht persönlich gemeint, aber ich halte das einfach für Humbug. Ich habe in meinem Leben also hunderte Zecken gehabt und ich habe bis jetzt, was natürlich kein Beweis für nichts ist, aber ich bin noch nicht krank geworden und habe trotzdem die Zecken immer gerade rausgezogen. Einfach so angezogen, ding. Manche gehen ganz leicht raus, manche muss man anziehen und da geht richtig die Haut mit. Kommt ganz einfach drauf an. Aber ich lebe noch, das beweist nichts, das weiß ich. Aber es ist auch kein Beweis, dass man nach links oder nach rechts rausdrehen muss. Mach es aber so, wie du willst, ist vollkommen egal, ob du nach links oder nach rechts drehst, das mit Mondphase machst oder nicht, was auch okay ist für mich, ja, oder einfach rausziehst. Der Punkt ist, keinen Klebstoff, kein Superkleber, wirklich, ja, kein Öl oder sonst irgendwas draufgeben, sondern einfach rausziehen, ja, einfach rausziehen. Und bevor ich jetzt zu der anderen Ausrüstung komme, eines noch. Ich habe schon vor Jahren so ein Zeckenvideo gemacht und da habe ich ganz böse Kommentare gekriegt, ganz böse. Und wenn du mir auch einen bösen Kommentar schreibst, dass man das nach links oder rechts drehen muss und dass ich ein böser, gesundheitsunverantwortlicher Kerl bin, dann sage ich, ich bin kein Arzt und ich meine, beim Zeckenziehen muss man ja vielleicht auch ein Studium ablegen, das könnte alles sein, ich habe keine Ahnung. Ich kann nur sagen, wie es ich mache, ich ziehe das Teil einfach raus und gut ist. Also das hier, wenn du ein Hund bist oder einen Hund hast, von mir aus, aber es gibt bessere Ausrüstung als das da. Dann Nummer 4 und das ist eigentlich, das ist genauso erklumpert wie das andere Zeug. Was bedeutet das? Also ich bin ja böse, ja, ich bin ja wirklich böse, aber es ist nur meine Meinung einfach, ja. Da ist die Idee, dass die Zecke da drin hängt und du gehst her und gehst unter die Zecke und ziehst sie dann durch eine Hebelwirkung raus. Und wenn du es gibt ja Zecken in unterschiedlichen Stadien, ne, eine fette, alte Zecke hast, dann musst du den großen Hebel nehmen. So, jetzt weiß ich gar nicht, wo der kleine ist. Habe ich ihn einstecken? Ja, ich habe ihn eingesteckt, stell dir vor. Oder du nimmst den kleinen, wenn es eine kleine Zecke ist, die vielleicht noch gerade aus dem Kindergarten gekommen ist, ja? Dann gibst du das hier und das zieht man dann so rauf oder man zieht so an und das muss man ein bisschen schräg halten und dann zieht man die Zecke raus. Ich meine, die Produzenten müssen das ja auch irgendwie verkaufen und ja, vielleicht ist das auch super und wunderbar und eh toll und aber für mich ist das auch so ein Ding. Irre, echt irre, echt irre. Langsam kommen wir in Produktkategorien, die ich für sinnvoll erachte und die bei mir auch vernünftig funktionieren und die auch nicht. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, soll ich das oder das nehmen? Na, ich nehme die Schlinge. Und zwar diese Zeckenschlinge, die ist durchaus brauchbar, speziell auch wieder, ob man die jetzt für Menschen einsetzt oder für Tiere, das ist vollkommen egal, die ist in Ordnung, aber ich komme dann nachher noch dazu. Ja, da ist wieder hinten was zum Draufdrücken, das ist einfach so, und dann kommt da eine Schlinge. Und mit die Schlinge gibt man über die Zecke drüber, dann hält man die so, und dann ist die Zecke eingespannt, und da macht man Blick,
und dann zieht das Ganze raus. Wichtig ist, dass du eine Schlinge hast, dass du nicht, also Billix ist kostenlos ohnehin, das Teil, die Teile kosten ohnehin nicht viel. Link findest du zu allen Produkten, ja, weil vielleicht steht ja irgendjemand auf dieses, jetzt habe ich es schon weggegeben, dieses Doink, Zink, da, Wurst, dann kaufst du dir, ist kein Problem für mich, ja. Aber schau, dass das eine Zeckenschlinge ist, die einen gewissen Druck drauf hat, also dass das hier auch wirklich schön einspannt, weil ich hatte mal eine, die habe ich dann weggehaut, die hat einfach nicht genug angezogen und dann ist kein Zug drauf und dann kann man die Zecke nicht runternehmen. Was ist hier die Idee? Die Idee ist, und die Zeckenschlinge behauptet unter Anführungszeichen, also sie behauptet nichts, aber der Hersteller, dass man dadurch den Kopf nicht abreißt. Weil es kann ja tatsächlich passieren, und das ist mir auch schon sehr häufig passiert, ernsthaft, dass eben durch die Pinzette oder eben durch das Messer der Kopf da drinnen geblieben ist. Und manche sagen, da muss man sterben nachher. Und mag ja auch sein, also vielleicht bin ich ein Phänomen, bei mir ist noch nichts passiert. Aber das soll hier angeblich nicht passieren, weil dieses Druck-Anzieh-Irgendwas-Verhältnis, vielleicht kann es jemand mathematisch auch beweisen, besser sein soll. Wie auch immer, das Ding ist durchaus brauchbar und das kann ich auch empfehlen. Besonders auch beim Hund ist das super, also da bin ich erst drauf gekommen, weil da muss das ja auch schnell gehen, rein und dünk. Aber und auch bei Kindern, wobei meine Kinder schaffen das mittlerweile, da kann man nämlich hin und dünk. Keine schlechte Sache und ist auch etwas, was funktioniert und was ich auch empfehlen kann, Rang 3, aber jetzt wird es endlich interessant, jetzt kommen wir zu Rang 2. Mit dieser Karte kann man bei der Supermarktkasse nicht zahlen, aber man kann eine Zecke ziehen. Und da siehst du wieder groß und klein, weil wie gesagt, wir haben ja eh schon gesagt, es gibt ja unterschiedliche Stadien und da fährt man da so rein, da bei der Zecke, ja, die Zecke wird so, und dann kann man sie rausziehen, ja, so rausquetschen. Meistens sind ja also Zecken schräg eingebaut und dann geht man dann nach in diese Schräge geht man rein und zieht sie dann raus. Ja? Ja. Und diese Karten, die funktionieren auch ganz gut. Also beim Hund geht das meiner Meinung nach nicht so toll, zumindest bei meinem nicht, aber der Fuchsi, wenn du den Fuchsi noch nicht kennst, da gebe ich da einen Link auf ein Video, ein Messer, wo der Fuchsi herumrennt. Das ist meine Alarmanlage auf vier Beinen, das ist unser Hund. Wir hatten zwei, jetzt haben wir nochmal einen, aber wie auch immer, super Sache mit dem Fuchsi, aber das mag ich überhaupt nicht, die Schlinge finde ich da toll und ich mache es ja sowieso anders. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall brauchbar, das ist in Ordnung, aber jetzt zeige ich dir meinen absoluten Favorite und das ist etwas, das ich echt, das ist echt toll, also das muss da, also wenn du, das hast du noch nie gesehen. Ja, jetzt kommt meine Nummer 1 und diese Nummer 1, ja, dieses Produkt, da hat irgendjemand draufkommen müssen, um damit Zecken zu ziehen. Ich weiß nicht, wir haben jetzt schon, du hast jetzt schon einige Produkte gesehen, die ich da vorgestellt habe. Absolut irre, was der Markt alles an technologischem und wissenschaftlichem Fortschritt ins Feld gebracht hat, um eine Zecke zu ziehen und das nicht mit dem Messer abschaben zu müssen. Aber dieses Teil, was ich dir jetzt und hier vorstellen mag, das ist fast eine wissenschaftliche Sensation, dass man auf sowas hätte kommen können, ist irre. Trommelwirbel. Es freut mich, dir die absolut genialste, beste, super Erfindung für Zeckenziehen zu präsentieren. Und zwar eine Pinzette. Stell dir vor, eine Pinzette. Ja, man kann das auch mit einer Pinzette tun. Wirklich, ich fange fast ins Weinen an, weil es so arg ist. Das ganze Zeug, was ich da jetzt habe, das kann ich einfach ersetzen, indem ich mir eine ganz normale, ich sag's jetzt, beschissene Pinzette mitnehme. Ja, wirklich, ja. Ich weiß, es wird jetzt, ich weiß schon die Kommentare, ich kenne sie schon, all die Einwände und Vorwände, die jetzt da unten, und vielleicht juckt's dich auch, dass du mir schreibst, aber mit dieser Zeckenschlinge, da speibt sich die Zecke nicht an, wenn ich sie rausziehe und was weiß ich was alles, ja. Gut, aber eine Pinzette, eine ganz normale, biedere Pinzette, die habe ich vom Leatherman von einem Mini-Tool und dann die Pinzette, die ich auch sehr gerne habe zum Zeckenziehen, das ist die von den Victorinox-Messern, ja. Die sind einfach super, für Outdoor und das hat auch kein Gewicht und das kannst du mitnehmen. Oder ich habe im Erste-Hilfe-Set eine echte Splitterpinzette, eine echte, wahre Splitterpinzette, ja. Und mit dem ziehe ich die Zecken ganz einfach. Also ich gehe ran und ziehe und dunk. Und manchmal geht es ganz leicht und manchmal ist es hart. Und ja, aber eine Pinzette. Und das ist Multi-Use, weil ich kann damit auch Holzsplitter rausoperieren, kann damit einen Splitter sozusagen rausziehen. Das ist eine super Sache. Und ein letztes Wort dazu. Es gibt Leute auf YouTube,
die in ihren Videos sagen, dass man Pinzetten nicht mitnehmen braucht und dass das ein eingeschränktes Verwendungsgebiet hat, weißt? Mit einem Messer jetzt zum Beispiel, ich heb's nicht, lang mal auf da! Das macht man alles mit einem Messer, weil mit dem Messer, da kann ich ja schneiden, schnitzen, Feuerstahl bedienen, Kehle aufmachen von Feinden. Ich kann einen Fisch damit, mit einem Speer kann ich mir da ja draufbinden. Ja, wenn ich jetzt das hier nehme, also das ist ein Multitool. Aber das, ich meine bitte, das kann man improvisieren mit dem Messer. Sowas nimmt man einfach nicht mit, das machen nur Lulus. Also wenn es auf das Gewicht ankommt, also das Gewicht von so einem Teil, dann weiß ich nicht, dann muss ich sowieso sterben, weil dann ist jeder Tropfen Wasser, den ich trinke, bringt mich um, weil ich nicht mehr weitergehen kann. Also wirklich, ja? Ja, das ist kein Argument. Aber eine Pinzette ist ein Werkzeug, ein Ausrüstungsgegenstand, der ein ganz schmales, wirklich ein ganz, ganz schmales, nämlich Splitter oder irgendeine Zecke. Oder wenn man die Pediküre und Maniküre machen möchte und sich ein bisschen schön machen will. Nein, Spaß beiseite. Der kann nur das und sonst nichts. Ich kann damit nicht schneiden, ich kann damit keinen Baum fällen, ich kann damit auch nicht, wie mit einer Zange zum Beispiel, einen heißen Topf aus dem Feuer nehmen. Das geht mit dem nicht. Aber das, was er kann, nämlich was sie kann, die Pinzette, ja, sie kann, das kann nur die Pinzette in dieser Qualität und so einfach und so energiesparend und so effizient. Punkt. Und wenn du dann Splitter im Arsch hast und dein Kollege oder deine Kollegin mit der Pinzette arbeitet und nicht mit dem großen Survival-Messer, dann bist du wahrscheinlich froh, dass irgendwer eine Pinzette erfunden hat. Ja, das war wieder ein Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast es auch ein bisschen lustig gefunden. Und wenn du jetzt da hinten sitzt und dich beleidigt fühlst, es ist nicht persönlich gemeint, es ist nur so, wie ich das sehe. Also Frieden und Freude, Eierkuchen. Lange Rede, kurzer Sinn. Am besten irgendein Messer, wo das schon dabei ist, wie der Leatherman oder eine Victorinox oder extra Splitterpinzette oder was auch immer, was man im Erste-Hilfe-Set dabei hat. Eine Pinzette ist eine Standardausrüstung zum Zeckenchecken. Ja, oder auch für andere Dinge. Eines noch, und das möchte ich abschließend noch sagen. Und ich verspreche, ich höre dann auf, ja, weil sonst rede ich noch 10 Stunden. Ich bin kein Arzt, ich bin kein Apotheker, ich bin kein Mediziner, gar nichts. Ja. Das, was ich gesagt habe, ist nur meine Erfahrung und ich sage nicht, dass du es nachmachen sollst. Fakt ist aber, kein Klebstoff, auch wenn man das auch immer wieder hört, ein Klebstoff drauf, das ist nicht die Lehrmeinung momentan, weil man sagt, wenn du einen Klebstoff oder Öl auf die Zecke drauf gibst, dann speibt sie sich an, also er bricht, ja. All das, was sie an unangenehmsten Dingen so von sich geben kann, also Bakterien, Parasiten, Viren, ja, alles was da geht, speibt sie dir rein und das muss nicht unbedingt sein. Hm? Wer steht auf Borreliose oder andere bakterielle Infektionen? Wer steht auf FSME, also Frühsommer, Meningokokken, Enzephalitis? Das ist auch irgendwie ein unspannendes Thema. Also wer steht darauf, muss nicht unbedingt sein. Also kein Klebstoff, kein Öl. Und abschließend dazu auch noch das mit dem Rausziehen. Erst, wenn du es nach links drehen willst, dreh nach links, wenn du sagst, das muss nach rechts sein bei einer Lederzecke, weil deren Drehmechanismus da so... Dann tu das ganz einfach, mach es. Ich sag ganz einfach, gerade rausziehen. Und wenn wirklich mal das Kopf ausstecken bleibt, mach dich nicht nass. Ich glaube, auf das kommt es wirklich nicht an. Aber das ist nur meine Meinung. Daumen nach oben, Kommentar. Bitte schreib mal einen Kommentar. An Bösen oder an Lieben, ist mir vollkommen egal. Wie siehst du das? Was verwendest du? Erzähl uns ein bisschen was über Zecken momentan. Es sind ja alle ganz Zeckenirre. Überall sind die Zecken. Das ist ganz einfach so. Abo, wenn du das erste Mal hier bist. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Unten der Link zu allen Produkten. Wobei ich nicht sage, kauf sie. Nein, nur Pinzette. Dein Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Bis bald. Ciao.